Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge Sunkenland Hardcore. Wir sind hier bei den Zwillingsfelsen. Wir spielen auf Hard. Und ich habe auch Hard bekommen. Wir sind in der letzten Folge echt dreimal gestorben, ja. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Weil die hauen schon mies rein. Müssen die irgendwie... Sind da oben zu dritt mit Pistolen, glaube ich. Und wenn ich einmal hochgehe, die ballern so schnell drauf... Passiert da echt viel Schaden, warte mal. Das gibt es doch nicht. Und jetzt bin ich auch noch verwundet. Habe ich irgendwie Stoff? Vielleicht baue ich mir irgendwie eine kurze Platte da hoch. Aber im Endeffekt, Zwillingsfelsen, glaube ich. Die beste Base, die ich mir eigentlich so nehmen könnte, ne? Hier habe ich jetzt keine Munition mehr und der ist nicht gestorben, ne? Kann ich ihn looten? Komm schon. Hat jetzt aber leider keine Munition. Okay, gut, den haben wir schon mal weg. Kann ich mir hier so eine Wand hinbauen? Und dann eine Leiter vielleicht? Ah, jetzt kommen die, ne? Jetzt kommen die. Also ganz so dumm sind die nicht, ne? Nur teilweise. So wie jetzt gerade. Das heißt auf meine Base. Dann sollte ich mir doch ohne Probleme Bolzen machen können. Das ist kein Problem. Münzen. Ist der letzte? Ich weiß es nicht. Können wir ruhig schon mal lernen. So, ganz schnell rüber. Hier noch Munition. Ein bisschen Pistolenmunition, na immerhin. Ich glaube, der ist da oben, ne? Okay, noch mehr Pistolenmunition. Der war es jetzt nicht. Ist wieder ein bisschen Muni. Wo kommen die Schüsse? Die oben sind auf jeden Fall noch welche am Start. Hier aber soweit nicht. Okay, ich würde sagen, wir hauen erstmal ein bisschen Kram in unser Boot rein. Irgendwo ballert noch jemand. Also, Wertsachen können wir hier schon mal reinhauen. Das Holz, die Patronen brauchen wir eigentlich nicht, aber wir haben eh gerade keinen Platz.
Stoff haben wir sehr viel. Nee. Bolzen. Ich nehme hier mal trotzdem die hier mit. Man weiß ja nie. Drohnen haben wir ein paar. Verband. Was zu essen. Limo gönne ich mir mal kurz. Okay, ansonsten müssen wir einfach hier hoch, ne? Mal, habe ich den. Der hat eine Pistole. Aber die habe ich ja schon. Oh, das ist dieselbe, ja. Hier ist auf jeden Fall ein Tresor. Hier könnte vielleicht noch ein bisschen irgendwas Munitionsmäßiges sein. Oder auch nicht. Gut, das können wir uns aber schon mal lernen. Darf ich bloß keinen Unsinn machen? Hier werden eh wahrscheinlich nur Komponenten und so drin sein. Ein bisschen Munition wäre gut. Wenn ich jetzt ein bisschen rumballer und die Munition leer ist. Ah, sehr gut. Und Pillen. Den anderen Kram lasse ich erstmal drin, Leute, ja? Irgendeiner wütet hier noch komplett rum. Und die haben natürlich unendlich Munition. Jetzt muss ich echt aufpassen. Okay, dann da hinten nur noch, ne? Irgendwo. Hier nicht. Okay, ist auf jeden Fall sehr guter Loot, Leute. Ah. Oh, wir haben's. Leute, wir haben's. Jetzt die Frage an euch. Sollen wir lieber die Zwillingstürme einnehmen? Aber hier kann man halt nicht groß, so groß bauen, ne? Ich wüsste nicht, wie man jetzt hier noch irgendwas Cooles bauen sollte. Oh, endlich, Leute. Das war ein Kampf. Gut, wir nehmen erstmal so ein bisschen damit, der einigermaßen wichtig ist. Aha, was haben wir denn hier Schönes? Gut, das können wir auch lernen. Komponenten, wir brauchen noch irgendwie. Für irgendwas brauchten wir Holz, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr für was, aber wir brauchten Holz. Sammeln wir erstmal hier. Gummi, Klebeband. Das können wir lernen. Hey, Leute, also. Das hier war schon nicht ohne. Nur, dass ich irgendwie so Komponenten und so mitnehme. Auf Klebeband, sowas geht. Zahnrädchen. Die nehmen wir definitiv auch schon mal mit. Oder kann hier bleiben. Verband. So. Glas haben wir auch drin. Gummi haben wir genug. So. Elektroteile. Ich hab aber voll mit Schrott, ne? So. Müssen ja so oder so, wie gesagt, müssen hier nochmal hin. Deswegen kein Stress. Wir haben auf jeden Fall wieder ordentlich Pistolenmunition. Das Gewehr natürlich nicht. Aber hier noch irgendwas. Ja, genau. Hier wäre auch direkt was zum Lernen. Parfüm können wir stacken. Und wir ein bisschen Dekokram. Was ich echt nice finde. Dann können wir uns nämlich unser Schlafzimmer unten schön ausstatten. Gut, Ledercouch machen wir jetzt erstmal nicht kaputt. Vielleicht wird das ja auch so unsere zweite Base. Wer weiß. Wer weiß, Leute. Gute Maschinenpistole. Könnte sein, dass wir das brauchen. Wasser trinke ich mal. Dann haue ich mir die noch rein. Dass das auch schon mal drüben ist.
Herrn habe ich da. Irgendwie sogar zwei. Ein Heftchen. Nein. Das können wir an Betty verkaufen. War hier noch was drin? Haben wir noch gar nicht reingeschaut. Ja, coole Deko. Aber die müssen wir erstmal leider hier lassen. Alles klar. Also, das war ein richtiger Kampf, Leute. Das nenne ich mal Sunken Land of Heart. Ja, Schrottmetall fällt jetzt leider raus. Das war mir klar. Aber die Elektroteile nehme ich gerne mit. Mit Kusshand. Hier wäre noch eine Uhr. Könnte ich irgendwas hier lassen? Müssen wir beim. Obwohl, Betty. Schau mal ganz kurz das Boot. Und dann gehen wir nochmal hier nach oben. Dann geht's nochmal nach oben, Leute. Könnten wir hier was stacken? Nicht unbedingt. Und die wird. Ja, egal. Die werfen wir weg. Haben wir einen Platz mehr drin, dann hauen wir. Obwohl die Bolzen. Bolzen hauen wir auch raus. Münzen und Heftchen. Nehme ich immer zwei Sachen mit. Und dann sollten wir uns direkt auf den Weg machen. Wir müssen so oder so hier nochmal hin. Was wollte ich jetzt nochmal mitnehmen? Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Das hier wollte ich auf jeden Fall einsammeln. Nehmen wir noch ein Zippo. Metallschrott, die Fünfer muss ich leider erstmal reinhauen. Im Spind, oder? Die Uhr, genau. Dann können wir bei der auch kräftig einkaufen. Dann können wir bei Betty einmal kräftig einkaufen. Komm, wir machen mal Geronimo. So. Und dann geht's erstmal los. Das war ein Kampf. Ich sag's euch. So, aber jetzt haben wir erstmal Ruhe und Frieden. Kurze Verschnaufspause. Jetzt wird erstmal alles rübergebracht. Und der nächste Raid, ja. Gut, wir haben letztes Mal das Floß ausgelöscht, ne? Und das war relativ einfach, deswegen dachte ich mir, komm, Zwillingstürme. Warum nicht? Und da haben wir den Salat, Leute. Dreimal draufgegangen. Aber gut, wir brauchen halt mehr Munition, damit wir mehr um uns herum wüten können, mehr rumballern können. Das ist es einfach, Leute. Brauchen mehr Munition. Aber hier haben wir auf jeden Fall gut Beute gemacht. Auf jeden Fall, ich meine, wir haben. Okay, wir haben den besseren Helm. Dafür brauchen wir aber erstmal die Stahlplatten. Ansonsten. Waffen haben wir ein bisschen bekommen. Eine bessere Weste, glaube ich. Ah, ne, die bessere Weste, die haben wir sogar schon in der Base. Aber dafür brauchen wir auch die Platten. So war das. Gut, aber jetzt wird das mal verkauft. Das wird erstmal verkauft und dann mal schauen, was ich überhaupt von hier jetzt kaufe. Im Endeffekt. Was brauchen wir noch von ihr? Das kann ich euch gerade nicht sagen. Das Heft verkaufen wir auch. Und die Macheten wollte ich verkaufen. So, ansonsten. Bleibt hier alles drin, die Bolzen. Die behalte ich lieber mal, falls unsere Base angegriffen wird. Verwenden wir erstmal die Bolzen. Also, ich habe für dich eine Uhr. Zwei Handys. Macheten. Zack, Ring, hier, Cash, Wein. Ja, die brauche ich eigentlich auch nicht. Diese Waffe werde ich mir nicht herstellen, deswegen kannst du die auch direkt mal mitnehmen. Obwohl zur Not für den Anfang erstmal. Wir können uns ja den holen. Ich glaube, wir holen uns den, weil was kaufen wir sonst von Betty? Was brauchen wir? Eigentlich gar nichts mehr, ne?
Gut, Elektroteile, Pillen. Und Pillen, das Rezept brauchen wir. Das Visier. Ja, komm, egal. Wie verkaufen die? So, weil dann holen wir uns nämlich noch den Detektor nicht. Fliesen und nochmal Pillen. Okay. Oder auch nicht. Obwohl Holz, wir brauchen Holz, ne? Und Metall haben wir erstmal genug. So, machen wir den Deal. Ziehen wir den durch. Haben wieder reichlich Pillen. Bin hier oben ein bisschen Holz. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir es mit. Warum nicht? So, und den Le Busch. Sehr schön. Ach, hier ist ja noch ein Busch. Hier ist ja noch ein guter Busch vom alten Onkel. So. Und rüber. Dann bringen wir jetzt den Kram rüber und dann müssen wir nochmal dahin. Wir müssen definitiv nochmal dahin. Was würde ich als Baseboard besser finden? Da, wo wir jetzt sind oder die Zwillingsfelsen? Ich meine, jetzt haben wir hier schon ein bisschen gebaut, ne? Bei Zwillingsfelsen, ich glaube, da haben die gar keine Chance, ne? Ich glaube, da haben die gar keine Chance, überhaupt mich zu raiden. So, erstmal die Kehle wieder schmieren. Das tat gut. Das muss immer sein, also das war schon ein heftiger Kampf. Muss schon sagen. Jetzt haben wir leider kaum Munition mehr. Und was für eine Insel ist überhaupt da hinten? Einen Augenblick mal. Das können wir direkt mal hier reinhauen. Bin mir gerade nicht sicher, was für Inseln hier sind. Das ist die Burg. Ah, die Burg. Ich glaube, da haben wir nicht so gute Möglichkeiten, um uns zu verstecken, oder? Wir brauchen Granaten. Ich habe hier eigentlich Schwarzpulver. Wir sollten uns diese Pyro-Granaten wenigstens schon mal machen. Ich glaube, das wäre schon mal eine gute Idee. Einen Platz habe ich noch. Gut. Dann geht's jetzt. Hallo? Wollte schon sagen, werde ich nicht reingelassen. Armbrust und Bolzen lag ich dann erstmal wieder hier. Patronen kommen hier rein, die brauche ich. Waffen, Teile, bam, bam, bam. Ach, ich habe Suppe vergessen. Ich habe das gute alte Suppo vergessen zu verkaufen. Okay, die Helme, ja. Gut. War jetzt unnötig, aber egal. So, also. Dann bringe ich das erstmal nach oben. Jetzt wird es ja eh dunkel und dann rüsten wir uns erstmal wieder komplett aus. Obwohl, den können wir direkt mal essen. Haben wir noch was für hier oben? Komm, die Kohle haue ich jetzt da rein. Süppchen. Ne, hier nicht. Hier hinten einmal rein. Ich brauche auch irgendwie Lagermöglichkeiten einmal für. Warte mal. Wir bauen uns direkt mal noch einen Ofen hin. Leider. Weiter da im Weg, ne? So, haben wir direkt noch einen. Wir haben eigentlich sehr viel Gummi. Ich würde sagen, sollen wir uns drei bauen? Ich würde sagen, wir machen uns drei. So. Drei, dann habe ich hier Holz. Und dann können wir direkt mal hier reinhauen. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall noch eine Lagermöglichkeit machen für Metall. Dass wir auch wissen, dass es Metall ist. Die ist langsam eng, ne? Vielleicht oben.
sollen wir uns hier so Fässer hinstellen? Ich weiß, ich mag die Fässer irgendwie sehr gerne. Hier würde ich ganz gerne den Schmelzofen dann hinbauen. Ich weiß, ob das uns irgendwann nach der Zeit stört. Obwohl, ich würde sagen, so ist okay. Links Holz, rechts Metallschrott. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, ich würde sagen, so ist gut. So. Soweit passt es doch. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben auch hier bei der Base. Ich denke, das ist jetzt nur Quatsch, wenn ich jetzt hin und her so ein Hin und Her machen würde. Ich könnte allerhöchstens so ein kleines Lager bauen oder so. Aber ich weiß nicht, nee. Nee, wir lassen das. Hier ist schon cool. Warum bin ich hier runter? Hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte hier einmal meine Rüstung reparieren. Ganz dringend. Und vor allen Dingen dann einmal hier den Kram reinhauen. Sippo, lass mir ihn erstmal hier. Was brauchen wir? Ah, wir brauchen Schwefel. Ich glaube, ich habe keinen Schwefel, ne? Muss da ganz kurz oben nachschauen, ob ich Schwefel habe. Ich meine nicht. Genau. Bevor ich das mache, sollte ich auch erstmal den Kram aus dem Boot rausholen, ne? Das wäre schlau. So. Haben wir noch was für hier unten? Ja. Und zwar die hier. Ansonsten würde ich sagen, nein. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Limos. Sehr viel köstliche Limonade. Dann haben wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen Fisch. Den behalten wir erstmal drin, den braten wir immer so ab und zu. Und dann einmal Holz, damit wir wissen, dass hier Holz reingehört. Schon mal dahin. Ach, drei Dinger sind schon gut. Ich finde das schon nice. Komponenten, Gummi, Glas. Der Kram kommt hier rein, Stoff. Gut, langsam ist hier voll. Okay, ich muss mir mehr Plätze bauen. Definitiv. Und hier ist Dekokram drin, alles klar. Gut, was brauche ich denn noch hier? Also, die hier. Und wir werden geradet. Zwei irgendwie klar. Das war ja irgendwie klar. Ich habe nie Ruhe, ne? Dann soll ich doch meine Bolzen mitnehmen und die Armbrust, damit ich die hier schon mal weghaue. Und hier ist kein Holz. Alles klar. Gut, dann mache ich mich ready. Die Dudes wollen es nicht anders. Ich muss nur schauen, von wo die angreifen. Lass mich raten. Natürlich wieder von hier. Ich brauche hier mehr Licht. Schieß, schieß. Natürlich erwischt er mich. Und der andere steht hier dreist einfach. Gut, dann machen wir den hier. Was ist das? Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann es nicht gewesen sein. Stimmt hier unten, ne? Ich brauche unbedingt mehr Licht und
Am besten auch Scheinwerfer. So, hier sehe ich gerade keinen. Das sind doch mit Sicherheit da vorne, ne? Ja. Alter, wie der gestorben ist. Noch einer. Ich sehe aber so gut wie kaum was. Noch mehr? Aber wo? Wo könnte noch einer sein? Aber nicht hier drunter, oder? Ah, jetzt muss ich wieder irgendwie hier auf Suche gehen, Leute. Also eine Minimap wäre schon ganz cool, dass man weiß, wo die ungefähr sind. Hier ist noch die Leiche. Ein leckeren Pilz. Ein Pilz der leckeren Sorte. Der müsste... Aha. Das war ein Plünderer, oder? Der nichts dabei hat und ich erfriere gleich. Komm ich hier auch irgendwie hoch? Ich könnte mich hier durchtricksen, ja. Schnell aufwärmen. Oh ja. Oh ja. Eine kleine Fackel bringt schon was. Gut. Also. Jetzt habe ich hier wieder Papier drin. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben nochmal Eisen reinhauen. Und ich wollte eigentlich schauen, was wir uns jetzt mit der Werkbank als nächstes so schönes herstellen. Also. Wefel habe ich natürlich nicht. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Oh, nee, warte mal. Ich brauche gar keinen Schwefel, oder? Schrottmetall und Seil. Das sollten wir doch hinbekommen. Ein Seil. Schrottmetall. Warte mal, wir nehmen uns einfach mal alles raus. Und Pulver. Das habe ich natürlich unten. Sehr clever. So. Weil mit Granaten könnten wir die auf jeden Fall schon mal besser wegkriegen. So. Seile. Ich mache mir einfach mal eine Menge Seile. Der Stoffwetzen kommt da rein. Und dann mache ich mir, wo sind die Dinger? Hier. Gut, ein paar habe ich. Ein paar habe ich doch. Hier ist dann auch soweit finito erstmal. Damit soll ich auf jeden Fall gut klarkommen. So. Die Rüstung könnten wir noch lernen. Ich zwei Rüstungen mehr. Die Lampe wäre vielleicht ganz cool. Generator, oh, Eisen. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Eisen. Ich brauche erstmal den Recycler. Schrottmetall. Elektroteile. Ja, okay. Sechs Eisenbarren. Ohne läuft der eh nicht. Ja, können wir vergessen. Das können wir erstmal vergessen, Leute. So. Aber wir sind schon mal relativ gut ausgerüstet. Ich würde sagen, das passt und wir machen uns dann bereit für die nächste Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt es, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, wie immer, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.